Mich jetzt zum Fundplatz. Bis gleich. Am Schwarzer Pfundplatz wird noch fleißig gearbeitet. Der heurige Adventmarkt eröffnet am 28. November. Bis zum Heiligen Abend können Sie hier vorbeischauen. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Magazins Auf nach Schwarz. Heute in Vertretung meines Kollegen Christoph Knapp, der dieser Tage das Bett hüten muss. Die Stadt Schwarz ist ja immer wieder bemüht, dass Wohnungssuchende auch eine Wohnung bekommen. Daher werden immer wieder neue Wohnungen gebaut und bestehende saniert. Ein Tirol-TV-Team hat sich jetzt mit Wohnungsreferenten Walter Lahnschützer getroffen und der zuständige Gemeinderat hat uns einiges über kommende Projekte in Sachen Wohnen verraten. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Wohnbaugesellschaften ist die Stadt Schwarz bemüht, immer wieder attraktive Wohnbauprojekte zu realisieren. Erst kürzlich wurde der zweite Bauabschnitt Rehnhof fertiggestellt. Es ist wunderschön geworden, es fügt sich wunderbar in diesen Raum ein. Die Schlüsselübergabe war am 4. November. Die Stadt Schwarz war leider zu dieser Schlüsselübergabe nicht eingeladen, was uns ein bisschen verwundert hat, weil wir hatten ja das Vergaberecht dieser Wohnungen. Ein neues Wohnprojekt entsteht hinter dem Haus Torekstraße 40. Unsere Zielsetzung war, leistbare Wohnungen hier in diesem Umfeld zu bauen. Wir haben da hinten eine Fläche von ca. 800 Quadratmetern. Wir werden 7 Wohnungen errichten und das Wichtigste beim Errichten dieser Wohnungen war uns natürlich der Preis. Wir haben mit der neuen Heimat einen optimalen Partner gefunden. Wir werden einen Quadratmeterpreis von 7,50 Euro nicht überschreiten. Das wurde uns zugesichert und damit, glaube ich, haben wir ein schönes Projekt da in diesem Bereich wieder geschaffen für Schwarzer. Interessant ist auch der Name der neuen Wohnanlage. Sie soll nämlich Villa Kunderbund heißen. Wie er zustande kommt, bin ich selber ein bisschen überfragt. Die neue Heimat, glaube ich, hat sich diesen Namen einfach als Projektname einfallen lassen. Uns gefällt das sehr gut, wir bleiben dabei, das wird die Villa Kunderbund. Der Baubeginn für die Wohnanlage Villa Kunderbund ist für Frühjahr 2010 geplant. Auch Sanierungsmaßnahmen sind bei den städtischen Wohnungen durchgeführt worden. In der Freiheitssiedlung wurde der Durchgangsbogen saniert. Die Wohnungen, die über dem Bogen sind, waren ziemlich kalt, dadurch, dass der Bogen absolut unisoliert war. Und es hat Probleme gegeben mit Heizung und so weiter. Und da haben wir gesagt, wenn es einfach machbar ist, dann machen wir eine Isolierung. Die Mieterin ist sehr dankbar, die drüber wohnt. Der Bauhof, unser städtischer Bauhof selber hat das gemacht. Das war recht kostengünstig. 2500 Euro war das Ganze erledigt. Was man jetzt nimmer sieht, leider, sind die Bilder, die das Sonderpädagogische Zentrum damals bei der 100-Jahr-Feier von der Stadterhebung von Schwarz gemalt hat. Die werden aber wieder aufgebracht, das heißt, das Sonderpädagogische Zentrum darf diese 4 Flächen in den Bogen wieder bemalen. Auch eine Modernisierung ist in der Freiheitssiedlung geplant. Nachdem schon ein Großteil der Wohnanlagen einen Balkon bekommen haben, wird nun auf Wunsch der Mieter auch beim letzten Objekt eine Balkonanlage errichtet werden. Wir haben bei diesen Häusern schon vor 8 Jahren circa mehrere Balkone dazu gebaut, um die Wohnqualität einfach zu erhöhen und zu verbessern. Es war dann der Wunsch, da auch beim Haus Nummer 40 noch Balkone zu errichten. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach. Wir werden da auch noch so einen Balkonturm, wie die bestehenden schon sind, errichten. Für die Mieter bedeutet es eine Erhöhung der Qualität schlicht und ergreifend und es ist leistbar. Also die Mieter bezahlen quasi mit einer leicht erhöhten Miete diesen Balkon über 15 Jahre dann ab. Der Mietpreis erhöht sich damit für die Mieter pro Monat um 25 Euro. In der Wohnanlage Torekstraße 20 gibt es für die Mieter ebenfalls eine Neuerung. Es sind einige dringende Sanierungsmaßnahmen geplant. Wir machen die Fassade, die Fenster werden neu gestrichen, die Tür wird neu gestrichen und das ganz Wichtigste und das wichtigste Anliegen auch der Anwohner da in der Torekstraße 20 war eine Gegensprechanlage. Das ist eines der einzigen Häuser in Schwarz, die noch ohne Gegensprechanlage ausgestattet sind. Das ist eigentlich das Wichtigste für die Bewohner in dem Haus. Die Fassade können wir leider in diesem Jahr nicht mehr machen, es ist zu kalt, das kann dann erst im Frühjahr starten, aber die Sprechanlage wird heuer noch installiert. Die Finanzierung der Sanierungsarbeiten ist aus Rücklagen vorgesehen. Für die einzelnen Maßnahmen, die in den folgenden Monaten durchgeführt werden, sind vom Gemeinderat rund 130.000 Euro einstimmig beschlossen worden.
In unserem Magazin Auf nach Schwarz sind wir heute mitten am Pfunzplatz und neben mir jetzt die Leiterin des Schwarzer Stadtmarketings, Tatjana Stimmler. Tatjana, am 28. November ist es soweit, der heurige Adventmarkt öffnet seine Toren. Gibt es besondere Schwerpunkte, besonderes Programm? Wir haben jeden Tag ein Programm. Wir eröffnen am 28. schon sehr schön mit einem Fackeleinzug um 17:45. Um 18 Uhr ist die offizielle Eröffnung und wir freuen uns sehr, um 18.30 Uhr dann die Wildener Sängerknaben bei uns begrüßen zu dürfen. Jeder Tag bietet ein Highlight, vor allen Dingen auch die Adventbilderöffnung der einzelnen Schulen, der Vereine, die wir dann später im Rathaus Innenhof ausstellen für unseren Adventkalender. Dann stehen wir hier auch vor unserer Lebendtiergrippe. Das heißt, wir werden hier lebendige Tiere haben, die natürlich auch ein Ponyreiten möglich machen. Und im Hintergrund ist dann auch noch die Christkindlwerkstatt, wo dann die Kinder schön basteln können und alles zum Thema Advent aufbereiten können und gegebenenfalls, wenn sie wollen, auch mit der Weihnachtskutsche unterwegs sein können. Gibt es noch ein besonderes Highlight, das wir auf keinen Fall versäumen sollten? Wir haben natürlich sehr viele Musikgruppen hier, lokale Musikgruppen, Tiroler Musikgruppen, darunter Peter und Freunde, zum Beispiel Egon und Friends, auch der Wildschönauer Gospelchor kommt und der Original Zillertaler Sound. Aber ganz wichtig, am 5.12. kommt Andreas Cavalier, der neue Star am Schlagerhimmel, und wir haben ihn bekommen für unseren Weihnachtsmarkt und da sind wir sehr, sehr froh. Da macht ihr wirklich authentische Volks- und Schlagermusik, dann outen wir uns beide als Fans von Andreas Cavalier, oder? Solange jetzt ein Lied nicht singen muss und ist damit völlig verhunzt, absolut, es ist ein wunderschönes Lied. Also es gefällt Männer wie Frauen gleichermaßen und es ist mitreißend und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Vielen Dank für deine Informationen. Dankeschön, Tatjana Stimmler vom Stadtmarketing in Schwarz. Also unbedingt vorbeischauen, zumindest bei Andreas Cavalier. Es ist einiges los am Schwarzer Adventmarkt und wir kommen zu weiteren Stadtnachrichten. Am 13. November folgt die offizielle Eröffnungsfeier des neuen Bürogebäudes der Stadtwerke Schwarz. Nach 35 Jahren sind damit die Stadtwerke erstmals an einem Standort vereint. Mit der Idee des Wettbewerbssiegers wurde das Haus vom Schwarzer Architekten Christoph Brehm perfekt umgesetzt und im Detail geplant. Über die neue Firmenzentrale freut sich auch Bürgermeister Hans Lindner. Die Stadtwerke sind also hier unser zentrales und wesentliches Element, das also die Daseinsvorsorge sichert. Wir haben begonnen, vor mehr als 5 Jahren die Entwicklung der Stadtwerke neu zu organisieren, insbesondere auch die verschiedenen Teile des Stadtwerkenbereiches zusammenzuziehen und ein Zentrum als Ziel anzugehen. Und wir haben also jetzt nun heute die offizielle Übergabe und Übernahme dieses neuen Zentrums. Zum feierlichen Tag der Stadtwerke sind nicht nur alle Schützenformationen aufmarschiert, sondern auch viele Ehrengäste mit dabei. Darunter auch der Aufsichtsratsvorsitzende der TIWAG, Ferdinand Eberle. Ich gratuliere insbesondere der Stadt Schwarz zu ihrem Unternehmen. Das ist ein tolles Partnerunternehmen des Landeselektrizitätsversorgers. Und ich gratuliere deshalb der Stadtgemeinde Schwarz, weil für eine Stadt es unwahrscheinlich wichtig ist, einen zuverlässigen Energieversorger zu haben mit hoher Versorgungssicherheit, mit einer hohen Eigenproduktionsquote, nachhaltig produziert und mit einer Kundennähe. Die Nutznießer sind die Bewohner von Schwarz und Umgebung. Nach der Einweihungsfeier mit den geladenen Ehrengästen kann auch die Bevölkerung das neue Bürogebäude besichtigen. Am 8. November gedenken die Schwarzer Traditionsvereine der gefallenen und verstorbenen Kameraden. Anschließend wird im Stadtpark eine seltene Ehrung vorgenommen. Die Andreas-Hofer-Schützen übergeben eine Auszeichnung an zwei Schützenmitglieder der 1. Schwarzer Schützenkompanie. Alois Markowitsch und Gottfried Anfang bekommen von Obmann Fritz der Bertha die Max-Arnold-Medaille in Gold überreicht. Beide Mitglieder der 1. Schwarzer Schützenkompanie haben diese Ehrung für ihren Einsatz um die Errichtung des Jungschützendenkmals bekommen. Für Andreas Hofer-Obmann Fritz der Bertha ist diese Auszeichnung einzigartig, hat doch bisher kein Schütze von einer anderen Schwarzer Kompanie jemals so eine Ehrung erhalten. Das zeigt die Freundschaft, die die Schwarzer Schützenkompanien zueinander pflegen und beweist, wie man Konkurrenzdenken abbauen kann. 4, 3, 2, 1. Am 11.11. um 11.11 Uhr war es wieder soweit. Die 5. Jahreszeit, der Fasching, wurde in Schwarz wieder eingeläutet. Zum Auftakt der Narrenzeit sind viele Faschingsfreunde der 1. Schwarzer Faschingsgilde gekommen. Mit Stefan Turmbichler hat die Faschingsgilde auch einen neuen Obmann bekommen. Weiterhin als Narrenbürgermeisterin tätig sein wird Gitti die Erste. Auch diesmal gibt es ein buntes Veranstaltungsprogramm der 1. Schwarzer Faschingsgilde. Neben dem Kinderfasching sind weitere Höhepunkte der Weiberball und die Besetzung des Rathauses am unsinnigen Donnerstag. Mit einem dreifachen Prostsalve endet die erste Faschingssitzung in der Narrenstadt Schwarz.
Vielleicht sehen wir uns ja einmal am Schwarzer Adventmarkt, zum Beispiel am 5. Dezember bei Andreas Gavalier. Ab 8. Dezember sehen Sie auf alle Fälle eine neue Ausgabe unseres Sondermagazins Auf nach Schwarz. Dann berichten wir unter anderem über die Andrehfeier der Pelton-Turbine im Kraftwerk von Baloch. Ich wünsche Ihnen einen feinen Adventbeginn. Bis bald.